Hi und willkommen zurück bei Tinchen TV. Heute mit dem ersten Design-Themenprojekt für die Facebook-Sammelbestellergruppe Bastelspaß mit Biene im November. Ich habe für euch einen Adventskalender vorbereitet und wenn ihr da Interesse dran habt, dann bleibt einfach dran. Bei Pinterest habe ich die Vorlage für einen Adventskalender gefunden, der relativ flott zu machen ist. Und den möchte ich mit dem Designpapier von Stamperia verkleiden. Und ich zeige euch jetzt, wie man eins von diesen Täschchen oder Bäumen oder wie ihr sie auch nennen mögt, macht. Ihr braucht ein Stück Papier. Also Cardstock, der sollte schon ein bisschen stabiler sein. Kraftpapier, irgendwas, was euch farblich dazu gefällt. In 20 x 10 cm. Und das falzt ihr einmal bei 5. Da mein Brett aber in Inch ist, muss ich mir das markieren. Und ich markiere mir einmal die Mitte auf der langen Seite. Bei der Hälfte, also das ist 20 mal 10 und ich markiere mir einmal die 10 an der langen Seite und markiere mir zweimal die 5 an der kurzen Seite, weil ich da falzen muss und mein Brett leider in Inch ist und nicht in Zentimetern. So, dann gucke ich nach meiner Markierung und falze einmal hier bei 5 cm. Dann habe ich hier oben die 5 cm markiert und da lege ich mir mein Lineal an, einmal an der Markierung oben und einmal hier an der Endung von meiner Falz. Und mache mir hier auch eine Falz rein. Und auf der anderen Seite genauso. Ich gehe hier an das Ende von meiner Mittelfalz und hier oben an meine Markierung. Und mache mir auch hier eine Falz. Und das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Also Mitte. Und hier die Endung von der Mittelfalz. Und hier auch. So. Und dann muss ich das einfach nur noch falten. Und zwar so. Und die auch so. Also alle nach innen. Und einmal die mittlere auch. Und das ist schon euer Element. Und das macht ihr so zusammen. Und dann habt ihr eine kleine Verpackung, die wie ein Baum aussieht, würde ich jetzt mal sagen. Und das passt ja zum Adventskalender. Was ihr jetzt noch braucht, weil das ist ja offen, ihr müsst es nicht kleben, es soll ja wieder geöffnet werden können, es wird mit einem Band verschlossen und dafür brauche ich Löcher. Ich nehme mir also meine Crocodile, nehme mir auf einer Seite diese Kanten, die ich gefalzt habe. Guck, dass ich in der Mitte bin und ich nehme das große Loch von der Crocodile. Und stanze mir auf der einen Seite einfach zwei Löcher. Und damit die auf der anderen Seite identisch sind, nehme ich die Klappe jetzt nach außen. Und die, wo noch keine Löcher sind, die nehme ich nach innen. Und dann sehe ich schon hier, wo meine Löcher sind. Ich drücke es fest zusammen,
damit es das Loch auch wirklich an die Stelle kommt, an die es soll, und mache mir hier einen Kringel und auf der anderen Seite auch. Und da, wo jetzt die Kringel sind, da mache ich jetzt wieder zwei Löcher rein. Einmal hier und einmal hier. Da habe ich ein bisschen mit dem Bleistift nebendran gesaut. So, das radiere ich weg. Und wenn ich jetzt zusammenstecke, dann sind die Löcher durch und da werde ich es nachher verschließen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, eure Bäumchen vorne und hinten zu dekorieren, weil man sie vielleicht mit den Bändern aufhängen möchte. Ich werde sie jetzt nur auf einer Seite dekorieren, weil ich schon einen Kandidaten habe, der die kriegen soll. Und weil ich vermute, dass meine Freundin, die ihn kriegen soll, die Bäumchen nicht aufhängen, sondern hinlegen wird, also auf einen großen Teller oder so, werde ich sie nur vorne dekorieren. Und das möchte ich mit dem tollen Papier hier machen. Ich werde mir also einen Bogen raussuchen und dann habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ich habe jetzt zufällig vom Action diese Stanzen. Da sind also auch noch kleinere und eine größere dabei, die zufälligerweise hier komplett super cool drauf passen. Ich werde mir also jetzt mein Papier ausstanzen mit dieser Stanze und werde die dann als Deko hier vorne drauf kleben. Wenn ihr so eine Stanze nicht habt, habt ihr vielleicht einfach eine, die nur dreieckig ist, ohne Wellenmuster. Oder wenn ihr nichts dergleichen habt, dann nehmt ihr einfach euer Ornament, legt euch das auf euer Motivpapier, fahrt einmal außen rum und macht dann das Dreieck, weil ihr habt ja dann genau die Größe, die ihr hier habt, also einmal die komplette Fläche. Wenn ihr einen kleinen Rand haben wollt und ihr habt das als Schablone benutzt, also aufgelegt, mit dem Bleistift drumherum gefahren und ausgeschnitten, und dann macht ihr einfach ein paar Millimeter an den Seiten zusätzlich weg, wenn ihr den Rand unten drunter haben wollt. Könnt ihr also auch ausschneiden. Ich meine, es ist ein Dreieck. Das ist kein Hexenwerk. Zur Not könnt ihr das auch auf eure Maschine legen und damit schneiden, wenn ihr Probleme habt, wie ich, eine gerade Seite zu schneiden. Ich hatte jetzt zufällig diese Stanze. Wenn ihr es nicht, ihr habt auch andere Möglichkeiten, das zu dekorieren. Es muss also jetzt nicht einmal so ein komplettes Motiv sein. Ihr könntet, ich habe ja zum Beispiel hier das kleine Rentier von der Biene als Dankeschön gekriegt. Andere, die bestellt haben in dem Monat, ich glaube, das war im September oder im Oktober, die haben auch so eine Stanze gekriegt. Oder ihr habt irgendwelche anderen Weihnachtsstanzen, zum Beispiel Schneeflocken oder Sterne oder Nikolaus oder keine Ahnung, irgendein Weihnachtsmotiv. Dann braucht ihr das auch nicht komplett zu verkleiden, sondern ihr nehmt farbigen Karton und macht euch einfach so ein Motiv drauf. Und die Nummer muss dann natürlich noch drauf, denn es wird ja ein Adventskalender. Also ihr müsst auch nicht komplett dekorieren. Ihr könnt es auch mit Weihnachtsmotiven machen. Ihr könnt euch das jetzt auch hier ausbreiten und könnt hier drauf stempeln. Also ihr müsst es nicht mit einer Stanze verkleiden, sondern ihr habt alle Möglichkeiten, mit schönem Papier und mit einer Stanze oder mit einem Stempel zu arbeiten. Ich habe ja hier auch die Stempel in meinem Design-Team-Paket gehabt. Da würde zum Beispiel so ein dieser Baum hier, der große, der würde genau hier in der Mitte drauf passen. Ja, was spricht denn jetzt dagegen, dass ich das einfach bestempel mit einem schönen Baum und mache dann hier meine Zahl irgendwo drauf. Und das Ganze, was ich euch jetzt gezeigt habe, diese 20x10, die einmal in der Mitte gefalzt werden, dann hier bei 5 cm die Markierung machen, die schrägen Falzen machen und das macht ihr 24 Mal mit einem Cardstock eurer Wahl. Das können entweder alles die gleichen Farben sein, also nur grüne, weil es ja Bäume sein sollen, oder nur rot, weil ihr eben rot gern habt, oder irgendwas anderes. 24 davon. Und ich werde jetzt das verkleiden
und noch ein Band reinmachen und dann brauchen wir auch noch die Nummern. Dazu suche ich mir jetzt ein Papier aus und dann zeige ich euch, wie wir weitermachen. So, meine Schnuckis, ich lasse euch mal hier in mein Chaos eintauchen. Ein paar habe ich schon fertig gemacht. Und meine Rohlinge, die sehen so aus. Also ich habe verschiedene Farben Cardstock benutzt. In allem, was mir so irgendwie zu Adventskalender gepasst hat. Das war ein ganz normaler, den gab es glaube ich mal beim Lidl. Ihr seht schon hier verschiedene Farben, verschiedene Grüntöne, heller, dunkler. Hier ist nochmal ein ganz dunkles. Zwischenrein auch mal weiß oder hier so ein anderes Grün noch mal und so Cremefarben. Und ich habe mir mit der Stanze, das ist ziemlich cool, wenn ihr solche Dreiecke ausstanzt, weil die könnt ihr so legen, zickzack, wenn ihr jetzt also nicht gerade ein Gesicht habt, das euch dann auf dem Kopf steht. Und dadurch spart ihr ziemlich viel Papier. Das finde ich schon mal sehr cool. Aber das hatte ich euch ja vorhin schon erklärt. Wenn ihr also keine Stanze habt, dann legt ihr einfach euer fertiges Kästchen irgendwo drauf und fahrt drumrum. Oder ihr schneidet es von Hand aus oder ihr dekoriert ohne Dreiecke mit anderen Sachen. Was ich jetzt gemacht habe, denn ich wollte unbedingt die tollen Stempel ausprobieren. Ich habe mir gedacht, wenn ich so ein Kästchen zusammen mache und ich habe dann jetzt vorne so ein schönes Motiv und habe hinten nichts, das ist ein bisschen nackt und deshalb habe ich auf alle hinten nochmal gestempelt. Also entweder nur einen großen Baum oder zwei kleine oder manchmal habe ich es embossed, so wie den hier. Der ist weiß embossed, so wie wenn er verschneit wäre. Oder hier wieder zwei kleine nebeneinander. Manchmal hatte ich auch nur einen kleinen, glaube ich. Also ich habe einfach verschiedene Stempelabdrücke auf die Rückseite gemacht. Und da sind große und kleine Bäume. Hier ist jetzt mal nur ein kleiner. Große und kleine Bäume von diesem Set. In verschiedenen Brauntönen, Grüntönen mit Weiß. Oder weiß embossed oder auch mal auf dem dunklen hier schwarze. Und das sind jetzt meine Rohlinge. Die habe ich jetzt alle fertig dekoriert. Das dauert wesentlich länger als einfach nur diese Rohlinge zu bauen. Und die habe ich dann einfach so zusammengesteckt. Also die hier sind schon befüllt. Die anderen kann ich noch nicht zusammenbauen, weil ich noch Süßigkeiten besorgen muss, die da rein sollen. Und dann stecke ich die so zusammen, wenn sie befüllt sind. Und dann habe ich hier so eine dicke Nadel und habe hier die kleinen Böbbels. Da habe ich mir rausgesucht, dieses zarte Grün oder Weiß oder Braun. Je nach Papier wechsle ich dann die Farben ein bisschen ab. Hier sehe ich gerade, habe ich zum Beispiel einen grünen und einen kleinen braunen gemacht. Und dann fädel ich das Band hier in die Nadel ein und gehe hier so durch und mache mir hier oben einen Doppelknoten und einen kleinen Schlupf und fertig ist meine Verpackung für meinen Adventskalender. Was uns jetzt noch fehlt, also ich habe mir das einfach so ausgebreitet, habe mir mein Stanzteil so aufgeklebt, dann habe ich es umgedreht und habe auf der anderen Seite gestempelt und wenn das alles getrocknet ist, dann könnt ihr das zusammenbauen. Und was uns jetzt noch fehlt, sind die Zahlen. Und die hatte ich letztes Jahr an einem Adventskalender, diese schönen Schneeflocken aus Holz. Und da sind Zahlen drauf. Und ich werde jetzt diese Schneeflocken an den Päckchen, die schon fertig sind, wie gesagt, die anderen kann ich noch nicht zusammenbauen, weil mir die Füllung noch fehlt. Da muss ich also noch ein bisschen warten. Ich wollte euch nur zeigen, wie ich es dekoriert habe. Also ich habe zwei Bögen von dem schönen Designpapier gebraucht, um diese 24 Bäumchen auszustanzen. Und hier ist nochmal eins, also diese Bäumchen hier aus dem Motivpapier. Ich nenne es jetzt einfach mal Bäumchen. Ich finde, die sehen wie Bäumchen aus. Und was jetzt noch drauf muss, sind hier unsere Schneeflocken.
Da könnt ihr auch andere Holzteilchen nehmen oder Stanzteile oder ihr klebt die Buchstaben direkt drauf, wie es euch gefällt. Ich habe jetzt meine Heißklebe scharf gemacht und das Einzige, wo ich jetzt so ein Teil nicht drauf kleben möchte, das ist auf diesen schönen Weihnachtsmann, weil dem müsste ich quasi die Flocke ins Gesicht kleben und das möchte ich nicht. Und deshalb werde ich bei der einen die Zahl einfach auf die Rückseite machen. Bei allen anderen, also hier bei diesem schönen Motiv mit den Christrosen, da würde es gehen. Man sieht dann trotzdem noch genug von dem Motiv. Irgendwo hatte ich auch Vögel hier zum Beispiel. Die möchte ich natürlich nicht zukleben. Bei denen werde ich es dann entweder so seitlich setzen oder ich werde es auch auf die Rückseite machen. Also dem Weihnachtsmann möchte ich auf keinen Fall so eine Schneeflocke ins Gesicht kleben. Und auch hier oben finde ich sie ein bisschen, ja doch, das würde gehen, oder? Was meint ihr? Also auf keinen Fall seitlich. Ich weiß nicht. Nee, die klebe ich auf die Rückseite. Und ja, ich werde es einfach so machen, dass ich bei einem schönen Motiv die auf die Rückseite klebe und dann kann man sie so rum und so rum legen, wenn sie sie auf einen Teller legen möchte. Ansonsten kann man sie auch aufhängen. Klar, oben sind ja Löcher drin, die sind jetzt zwar zugeknibbert, aber man könnte hier, wenn man eine Schnur aufhängen will, noch zusätzlich die Schnur hier durchführen. Die Löcher sind also groß genug, das würde reichen. Nochmal eine Schnur durch und dann alle an eine Schnur hängen. Aber das kann sich meine Freundin dann machen, wie sie möchte. Ich habe jetzt hier die Heißklebe. Ich muss jetzt gerade mal hier ein bisschen Platz machen. Und fange jetzt hier an. Ich habe mir hier die Ungeraden hingelegt, weil die Geraden werden dann die mit den Süßigkeiten. Und würde loslegen. 3, 6, 8, 10, 11. Mir fehlt eins. Da ist es. Würde loslegen mit der 1. Und da mache ich einfach hinten ein bisschen Heißkleber drauf. Und klebe mir das bei den Motiven, die ich nicht zerstören möchte, einfach auf die Rückseite. So, dann haben wir die 1. Und die 3. Hier bei dem Motiv zum Beispiel, wo da Socken sind und so ein bisschen, da stört es nicht. Man sieht dann immer noch genug von dem Motiv. 3, dann brauche ich die 5. Also bei den Motiven geht es. Die klebe ich dann jetzt alle noch hier drauf. Und das war's dann eigentlich schon. Dann mache ich euch noch ein schönes Foto. Und die Maße schreibe ich euch in die Infobox, also 10x20. Wenn ihr jetzt größere machen wollt, dann macht ihr meinetwegen dieses Teil 30x20 statt 20x10. Und müsst natürlich dann auch wieder euch hier die Mitte markieren und hier die Mitte markieren. Und dann kriegt ihr ein größeres. Das könnt ihr anpassen an die Größe, die ihr braucht. Ich habe das jetzt bei Pinterest in 20x10 gesehen. Und ich hoffe, das gefällt euch. Das war jetzt mein erstes Design-Team-Projekt für November, für die Facebook-Sammelbestellergruppe Bastelspaß mit Biene. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Ansonsten seid ihr natürlich mit der Deko immer frei. Das wisst ihr ja. Da kann man also machen, was einem gefällt. Ein paar Anregungen hatte ich euch gegeben. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut, ihr Lieben. Und guckt euch auch mein zweites Design-Team-Projekt an. Weil ich glaube, wenn das so klappt, wie ich möchte, dann wird es richtig cool. Bis dahin wünsche ich euch was. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Macht's gut zusammen. Tschüss.